Hallo und ja, willkommen zurück. Ja, das wird sich hier oben noch schön integrieren. Okay. Gruppe zu groß. Okay. Wir haben jetzt 90 Tiere. Können wir die nicht einfach mal... Ja, wir setzen mal jede Gruppe auf 25. So. Wir haben dich. Sagen die Tiere, jetzt müsste es denen ja besser gehen. Die soziale Gruppe ist ausgeglichen. Aquarium. Sauberkeit. Ja, es fehlt so ein bisschen an Sauberkeit, ne? Aber ich hoffe, jetzt kommen die Mitarbeiter damit besser klar. Ich habe den jetzt andere Arbeitsgebiete aufgeteilt. Hohe Arbeitslast. Was hast du denn eigentlich zu tun? Du hast doch nur Tiere füttern zu tun. Alle anderen sehen ganz gut aus. Wir hoffen mal, das funktioniert jetzt. Sollten wir nicht noch ein bisschen mehr... Zum Beispiel in so einem Bereich hier könnten wir ja mehr Geld einbringen. Dass wir sagen... Wir bringen hier... die Bankomaten mit. Was ist das? Das gehört aber nicht zu euch. Ja, rennen sie ja tot, ey. Okay. Dann setzen wir doch das mit dem Übergangsbereich rein. Emu. Emu ist überbelegt. Sollten wir sofort reagieren. Nicht, dass sie sich da abmetzeln. Man kennt doch die großen Emu-Kriege in Australien. Kein Strom. Schönen Dank auch. Belegung, okay. Ja, dann sortieren wir halt wieder aus. Aus, raus. Jetzt hast du Strom. Nun gut, machen wir das eben so. Dann machen wir das so. Wir brauchen hier jetzt Pflanzen. Das ist jetzt die nächste Aufgabe. Hohe Akazie. Macht das Sinn? Das macht hier schon Sinn, aber... Ich will das jetzt alles gar nicht so nicht haben. Wenn ich war das mal ein bisschen anders geplant. Lieber möchte ich das ein bisschen freier haben. Gelände. Thank you.
Bei Phoenix hoffe ich, geht es soweit ganz gut. Ich möchte jetzt auch nicht allzu viele haben. Aber das sollte eigentlich soweit ganz klar gehen. Licht. Bis dahin. So. Könnten wir eigentlich noch ein, zwei Sitzbänke hier vorne hin platzieren. Aber erstmal so ganz grob Büsche. Finden wir so ganze Sträuße finde ich auch immer so mit so random platzieren ist immer ganz schwierig. In der Mitte machen wir wieder ein bisschen Känguru-Gras rein. Also mit, das war diese aber hier so sandigen Boden haben, bis das ein bisschen trocken wirkt und ringsrum halt ist gut. Und jetzt noch ist hier noch ein bisschen versteckt und dann hätten wir das auch. Borken es schon wieder gewagt haben, irgendwas das zu zerstören. Ja. Wo denn? Warum? Warum? Warum tut ihr das? Ich muss das unterbinden. Ich muss das definitiv unterbinden. Einfach weil es geht. An Oberfläche ausrichten. Kann ich mir auch anzeigen, wie viele Diebe ich erwischt habe? Wo war das? Größter Beliebtheit. Geht kurz vor Inzucht, naja, denn. Boah, Feuer. Nee. Sollte man eigentlich nicht machen. Gut, Skulpturen. Kanisch, eigentlich können wir das Licht jetzt ausmachen. Haben wir. Es wirkt halt ein bisschen sehr. Alleingelassen halt, ne? Was dorthin? Ja, wir müssen hier unbedingt was reinstellen. Jetzt wirkt das alles so ein bisschen. Bitte? Ja. Mittelteil.
Jemand Fundament. Machen wir es ihm zu. Das war so nicht geplant. Das könnte man ja eigentlich so hinstellen. Ansonsten wirkt das alles so ein bisschen sehr leer, ne? Einfach Rad ab. Ja, doch, doch, doch. Das wird. Das ist gut. Jetzt haben wir ein Anschlusswesen gepackt. Jetzt müssen wir nur diese kleine Ecke hier machen. Natur. Dann sollten wir uns mal überlegen, was wir noch als Tier reinholen. Mittendrin so eine gepflegte Ecke. Ich denke, nein. Nein. Das gefällt mir nicht. Die Oberfläche aus. Finde ich auch sehr interessant als Büsche, ne? Ruhig würde ich jetzt einfach mal schon Blümchen setzen. Haben wir nicht irgendwas Farbenfrohes? Wir haben das, wir haben das. Dass wir hier so eine kleine gepflegte Ecke haben. Die mehr würde ich auch schon gar nicht setzen. Viel mehr will ich doch gar nicht in die Ecke setzen. Das siehst du. Hervorragend. Veterinärforschung Forschung abgeschlossen. Einrichtung hat keinen Strom. Wow, oh, das fällt mir mega früh ein. Okay, dann gucken wir jetzt mal schnell noch über die Tiere rüber. Ob alles soweit in Ordnung ist. Weniger als 3 Verbrechen. Ich glaube, das ist vom Spiel so gewollt. Gehege, Bindewaran, Zustand, Sauberkeit. Wie können wir 55 Tiere haben, wenn überall nur 25 eingetragen sind? Habt ihr es noch nicht geschafft, die Tiere rauszuholen? Hm. Ja, aber den geht es anscheinend ganz gut. Jetzt gucken wir erstmal rüber. Wohlbefinden. Was haben wir denn hier? Ernährung. Qualitäten der Mahlzeit. Moment. Die haben es verdient, wunderbare Qualität zu bekommen. Noch haben wir das Geld. Müssen wir noch erforschen. Das sollte ja eigentlich funktionieren. Dann sind die ja länger, dann sind die, glaube ich, länger satt. Wasser. Okay, Wasser.
sind eigentlich relativ pflegeleicht, ne? Die Gehege zu klein. Er ist auch ziemlich auf Kante genäht hier, das Gehege. Wie sieht es eigentlich aus mit dem Fosser? Fosser, da. 1:1. Verwalten. Okay. Dann machen wir das. Du bleibst mir gewogen. Du bleibst mir gewogen. Beilassen. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Gut, jetzt überlegen wir, was wir als nächstes für ein Tier noch reinholen. Wasserqualität gestiegen. Nein, ich habe es nicht vergessen. Das war geplant. Jetzt bin ich überlegen, ob wir nicht hier einfach... Das können wir eigentlich testen. Was kurz das... Dass wir einfach sagen... Wir ziehen jetzt hier eine Ebene durch. Dass wir hier so eine Tasche reinmachen. Jetzt haben wir hier immer so eine Schräge. Wie weit ziehen wir das jetzt? Schon sagen so. Und hier machen wir sowas wie Terrassen. Was wir jetzt hier oben sagen, hier gehen wir einmal rein, hier gehen wir rein. Ja, das klingt am Plan. Jetzt nehmen wir noch einmal das Glättenwerkzeug. Nicht so abgehackt aussieht. Wie hier. Sehr natürlich wirkt. Gut. Und ich sage einmal so, wir sehen uns in der nächsten Folge und dann holen wir uns ein neues Tier. Bis denn. Ciao.